Einen schönen guten Morgen, liebe Pico-Freunde. Heute ist Dienstag, der 11. Februar 2020. Wie ich Ihnen bereits auf dem Video zur Spielwarenmesse kurz berichtet habe, werde ich diese Woche, das heißt heute, nach Moskau fliegen und ich habe es auch nicht vergessen, für Sie das Video anzuschieben. Schauen wir mal, wie die Reise wird. Es wird eine lange Reise. Ich muss erst nach Berlin mein Visum abholen und dann geht es nach Tegel auf den Flughafen zum Flug nach Moskau. Die Bahnfahrt werde ich sicherlich nicht filmen, das kennen Sie ja alle schon. Und wir schauen mal, was in Berlin so los ist. Also bis später. Tschüss. So, jetzt gehe ich hier mal in Richtung Zollkontrolle. Muss ich mal schauen, wo es da für die Ausländer losgeht. So, das ging ausgesprochen schnell. Und jetzt werden wir mal schauen, wo wir jetzt hingehen. Okay. Sieht aber ganz ordentlich hier aus. Und da haben wir schon. Express Train to Moskau. Da gehen wir mal hin. Also durchgekommen bin ich und kein Zug da. Naja, dafür kann man sich ein paar andere Sachen hier kaufen. Das Problem hier ist, dass fast nichts in Englisch ist. Das kann man nicht so gut lesen, wenn man dann ein Ticket kauft. Oh, please wait until all tickets have been printed. Okay, also doch ein bisschen Englisch. Jetzt schauen wir mal, wann der Zug kommt. 10:50. Deutschland ist es 2 Stunden früher, also 10:07. Das ist noch nicht so spät. Dann schauen wir mal. So, der nächste Zug scheint wohl um 21.30 Uhr zu kommen. 19 Minuten warten, ist okay. So, jetzt werde ich mal mit der U-Bahn fahren. Erstmal muss ich mir hier ein Ticket kaufen an dem Automaten. Aber das ist kein Problem. So, jetzt werden wir mal schauen, wo wir zur U-Bahn müssen. Oh, geht auf. Und die gehen ziemlich schnell und ziemlich tief runter, wie man deutlich sieht. Und was das Interessante hier in Moskau ist, an jeder U-Bahn-Station sitzt unten ein Mensch, der aufpasst. Jetzt muss ich hier nach Belaruskaya fahren. Belaruskaya, also nach rechts. Die U-Bahn-Stationen sind hier schon ganz ordentlich. Schön mit Säulen gemacht. Wow. Und da geht es offensichtlich zur braunen Station runter. Ich muss die grüne nehmen hier. Steigen wir jetzt ein. Ah, hier müssen wir. Belaruskaya.
schaffen. Ich hätte natürlich auch ein Taxi nehmen können, aber ich finde das interessanter, wenn man mal ein bisschen läuft und mal versucht, den Weg zu finden. Und ich glaube, ich habe die richtige Straße erwischt. Jetzt werden wir da mal einfach nach vorne marschieren und gucken. Nach 8 Minuten müsste ich es erreicht haben, das Hotel. Also schauen wir mal. Ist ja ganz interessant, hier mal ein bisschen zu gucken. Ne? Ich wollte eigentlich in die Straßenbahn einsteigen, aber der hat mich nicht reingelassen. Keine Ahnung warum. Hat den Kopf geschüttelt und hat auf das rote Licht gezeigt und das war's dann. So, ich muss mal wieder nach der Navigation sehen, ob es richtig ist. So, die Hälfte des Weges habe ich schon. Und da vorne sehe ich schon ein grünes Zeichen an dem Haus da oben. Da. Und das ist wahrscheinlich Holiday Inn. Okay, auf geht's. Was auch ganz lustig ist, jeder bleibt hier bei Rot stehen. Und dann kann man einfach so quer über die Straße gehen. Ja. Okay, müssen wir ein bisschen warten zum Einchecken. Aber das wird schon klappen. Okay, zwischenzeitlich habe ich eingecheckt und die Damen waren so freundlich, mir einen Drink zu geben. Das heißt, ich werde jetzt nochmal in die Bar gehen. Habe da hinten schon mein Bier hingestellt. Und da sagen wir jetzt mal Prost. Wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, dann hat man schon Durst. Also, auf das Wohl der Pico-Freunde. Und morgen Abend, da filme ich da draußen was. Da ist nämlich so ein Depot, hat die Dame mir an der Rezeption gerade erzählt, wo 50 Lokale drin sind. Oder vielleicht gehen wir mal ganz kurz raus, ich zeig's mal kurz. Es ist zwar sehr kalt hier jetzt, ich habe auch keine Mütze auf, ich kann das nur ganz kurz machen. Aber das sieht richtig toll aus. Vielleicht können wir von oben nochmal aus dem Zimmer die Sachen uns anschauen. Scheinen alte Markthallen zu sein oder sowas. Sieht gut aus, gehe ich mal hin. Gehen wir zusammen hier natürlich, logisch. Also dann, wieder rein, sonst fritzt mich. Hier nochmal ein Blick von oben. Sieht doch ganz nett aus da unten. Aber scheint jetzt nicht mehr allzu viel los zu sein. Es ist ja auch schon nach Mitternacht. Einen schönen guten Morgen. Ich bin jetzt mal wieder in einer anderen Bahnstation. Heute Morgen. Da muss ich mal wieder gucken, wo ich hin muss. Auf die blaue Linie. Ja, jetzt geht's zur Messe. So, jetzt bin ich beim Krokus Expo Center. Ja, es gibt schönere Messehallen von außen, aber immerhin, es scheint wohl richtig zu sein. Und wenn ich hier die Prospekt, die Werbung anschaue, dann steht auch schon irgendwas mit Toys, Kids Russia. Ich bin offensichtlich beim Hintereingang reingekommen, also bei der U-Bahn. Von vorne schaut es wohl etwas freundlicher aus, auch mit Verfahren und so weiter.
Aber immerhin kann man hier mal von oben auf die Halle schauen. Aber das scheint eigentlich nicht nach Toys auszuschauen. Das ist eher irgendeine Medizinmesse. Aber gucken wir mal, wo die Toys sind. So, hier sieht das schon eher nach Spielwarenmesse aus. Mal gucken, wo meine Natalia ist. Die wollte hier am Eingang sein. Da ist sie schon. Hallo! Hallo, good to see you. Hello. Hello, Natalia. How are you? I'm fine. Okay, so we go to the booth. Yes. Thank you for picking me up. Okay, Natalia, tell me where we are. We are at the Toy Fair Kids Russia, and we are going to Pico Russia booth. And where is this? This is just in 20 minutes forward. 20 meters. Meters. Okay. Again, minutes. 20 minutes. Oh, here is already Pico. Yes. Okay, great. Okay, and you have somebody here? Yes, this is my husband. Oh, nice Roman. Meeting you. Roman. Hello, Roman. I'm René. Okay. Hi, Natalia. Okay, so we will talk a little bit. And then I will go around. So we will discuss now. Natalia Sokolova with Dr. Wilther talk about new models, Pico company. And Natalia Sokolova и доктор Вилфер обсуждают новые модели компании Pico. So, es kommen ab und zu auch mal Kunden vorbei, die dann mit Natalia reden. So, jetzt dachte ich mal, dass ich mal kurz ein bisschen über die Messe laufe, damit wir mal sehen, was es hier so alles gibt. Also Modelleisenbahn in Russland. Ich glaube, nur Pico. Puzzle gibt es einige hier. So, wir werden jetzt zum Abendessen gehen. Erstmal rauffahren, die Treppe hochfahren. I hope you will choose a good restaurant for us. Oh, I hope also. Und wieder wunderschöne Türen hier. Auf dem Platz waren wir, glaube ich, gestern Abend auch. At this place I have been yesterday evening. Really? I think. I'm not so sure. I have to look. Yeah, sure. Here. I came out on the other side. Mm-hmm. And then I walked over to here, mm-hmm. and then I went into this street. Mm-hmm. Right? Okay, and where we go now? Now we need to go straight ahead across the street and straight ahead. Okay. And hopefully the restaurant is not too far away from here. Okay, is good. Is hotel far from here? No. Okay, we will see. Also bis gleich. So, jetzt sind wir ins Restaurant gekommen. Und da werden wir jetzt typisch russische Sachen essen. Natalia, you promised me that we eat typical Russian food. No. And what I see here is Maultasche. I didn't promise that we will eat typical Russian food, but we have one dish, this one is Russian. Uh-huh. Okay, so we take 20 pieces? They're very small. Okay, yes. We will see. So we will wait till we get something to drink. So, nachdem wir jetzt
das Bier bekommen haben, wollen wir doch mal gemeinsam auf die Pico-Freunde in Deutschland anstoßen. So I think we say cheers to the Pico friends in Germany. Cheers! Cheers! Auf ein gutes Modell, Vanya. So, heute Abend wollte ich Ihnen doch nochmal die Hallen zeigen. Ein Depot, vermutlich von ein früheres Straßenbahndepot, was umgebaut ist. Vielleicht gehe ich da morgen Abend mal zum Essen hin. Schauen wir mal. Aber es sieht doch richtig nett aus. Das ist übrigens von einem anderen Zimmer aus gefilmt, weil ich heute Abend noch einen Upgrade bekommen habe und habe ich mir gedacht, wenn das also die andere Seite des Hotels ist, nehme ich das doch noch mal gerne an und können wir uns noch mal ein bisschen näher die Geschichte anschauen. Sieht doch ganz gut aus. Morgen schauen wir mal näher hin. Ich habe mir gedacht, dass ich jetzt mal zu diesem Depot gehe. Und mal schauen, wie das da drin ausschaut. Jedenfalls scheint es hier Stau ohne Ende zu geben. Kinder gehen da wohl offensichtlich auch per Route rüber. 876-5432. Wir wollen mal ein gutes Beispiel sein und warten, bis es grün wird. Ja, jetzt ist es grün. Es riecht hier schon nach Essen. Aber das können Sie ja nicht mitbekommen. Okay. Chefrestaurant. Was ist das? Gucken wir mal rein. Da steht schon der Grüß Cortier. Gehen wir mal hier rein. Schön warm. Hallo. Da frage ich mal nach dem Menü. Okay. Also das war ein türkisches Kebabhaus mit Steak. Hier ist wohl offensichtlich eine einfache Weinküche. Dann gehen wir noch mal eins weiter und gucken das mal an, was es da noch so gibt. Das scheint ein riesiges Ding zu sein hier. Wow! Kann man natürlich alles Mögliche sich anschauen. Aber wir gehen jetzt nicht in jedes rein. Das wird langweilig. Wir entscheiden dann mal. Okay, bis gleich. So, jetzt weiß ich wohl. Das war wohl ein Busdepot. Aha. Scheint wohl wie Fast Food zu sein hier. Ja, also dann soll mal jemand sagen, in Russland gibt es nicht alles. Sieht gar nicht so schlecht aus, was die hier so haben. Und dann sich da irgendwo hinsetzen. Und hier ist ein Mietdealer. Richtig toll. Hallo. Good morning, Natalia. Hello, René. Good morning. So, we go now to the office? Yes, to the office and to the warehouse. Okay, to the warehouse. And we take the bus now? We are waiting for a bus. We can take every bus here? Not this bus. Not every bus. This one? Yes, it fits us. Huh? It fits us. It fits us, okay. And here?
We are outside of Moscow, or not outside, but not outside of the city, we can say, and it's much more cold and we have much more snow here. So let's go in. And where we go now? And now we are going to the building where we rent our warehouse. Which building? The building is the gray one with red lines. Okay. It looks pretty nice. I'm not sure that it looks pretty nice. What? I'm not sure that this looks pretty nice because okay. There is a construction of a new subway station. Okay. So they construct a new subway station, then it's easier for you to come here. Yes, if I use subway, it is easier. And I think the rent will go up. Yes, this is normal. Okay, so we go there. So we will go in here. And what do you say? We need an entrance pass and yes, they require my passport. Yes. To make sure that you are not a terrorist. Okay, terrorists normally also have passports, but okay. Did I get the passport? Okay, perfect. Good. Okay, here's Pico Russia. No sign. No sign. So they do not come and take goods out. Okay. Warehouse. This is yesterday's merchandise which we got from the fair bag. Yes. Okay. Oh, pretty much. You have a lot of stuff here. Whoa, looks good. Perfect. And where's your office? This is my office. Okay. This is my place where I'm working, and this is the table where I'm packing the goods. And test the locos. Sometimes if I need it. Okay, great. Okay, now we can talk a little bit and then I will leave. Yes. Okay. So you have to sign this, so I'm allowed to go out yes. again? Yes. Okay. Now we will need to have a look at the subway scheme. So okay. You will not get lost okay. and go to the airport safety. Don't worry, I will find this. Okay. And so the fare, we will get a report about the fare. Yes, I think I will be ready with it. Okay, no problem. In a couple of days. Yeah, it's no big deal. And then we will decide whether we go to this toy show again. The next show we have is in the end of September. End of September. How is this called? Мир детства. The okay. World of Child. Okay, and this was pretty good last year, right? I think we had more visitors. And the toy fair was bigger than Kids Russia. Yeah, I also have the impression, as I told you last night, that 10 years ago I got the impression that toy fair, the Kids Russia, was a little bit bigger than 10 years ago than this year. Mm-hmm. More exhibitors. But it was not so bad. Okay, we will see. And maybe the next days or the next weeks you will get some orders from some customers who call you and say, hey, maybe we get some Pico from you, and they will probably talk about prices and everybody want to have cheaper prices, but we have a good product and a good product has a price. Okay, good, Natalia. Then I think I will leave for the airport, and thank you for your hospitality. Thank you for treating me nicely and have a good fare and had a good fare. And then I wish you a lot of success in the next months. And if there's something, you can WhatsApp me and send me an email, no problem. Okay.
also want to thank you for your visit because it was very nice and I feel some support from your side and this is this help I always need. Okay, good, great, thank you. Auch mal ein bisschen Eisenbahn zu sehen. Hier sind vor allem Güterwagen, ein kleiner Schüttgutwagen. Und hier ist unsere Lokomotive. Liebe Pico-Freunde, ich bin gerade auf dem Flughafen Domo de Dovo und werde jetzt zurückfliegen. Ich möchte mich jetzt noch mit den letzten Bildern hier verabschieden von der Reise. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit Pico-Modellen und ich sage dann mal Tschüss. Mittlerweile sieht das hier auch sehr ordentlich aus und der Schnee von heute Morgen ist vorbei, obwohl es schneit immer noch ein bisschen, wie man sieht. Aber die Sonne scheint und ja, das war die Moskau-Reise. Hier letzte Eindrücke aus der S7-Lounge und ich wünsche dann alles Gute. Tschüss dann.